Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ja, was soll ich sagen? Elon Musk, Tesla hat 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin gesteckt. Ihr wisst, es geht momentan immer krasser ab. Das gestern war einfach der Höhepunkt. Also nicht der Höhepunkt, das ist eigentlich erst der Beginn. Stellt euch vor, jetzt dann die ganzen anderen Firmen ziehen nach. Amazon, Apple und so weiter. Dann eskaliert es. Das ist jetzt erst sozusagen das erste Tor geöffnet von den 8 Toren. Also ja, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt was ihr euch schon lange gewünscht habt, Schritt für Schritt Tutorial zu machen. Wirklich Schritt für Schritt. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Das Video kann echt lange dauern. Kann auch, ich weiß auch nicht, ich habe mir nichts aufgeschrieben, kann auch eine Stunde dauern. Und ich versuche da jeden Schritt durchzugehen. Ich habe jetzt die Nachrichten explodieren. Unsere Gruppe geht Richtung 1000, 1000, Richtung 100 jetzt. Die Telegram-Gruppe. Immer wenn einer reinkommt, wieder dieselbe Story, wieder dieselben Fragen bezüglich Bitcoin und was wir machen, wie wir investieren und sowas, dann wird das alles nochmal beantwortet. Instagram-Nachrichten, auch privat natürlich Leute, denen ich es ans Herz lege, wo ich das nochmal erklären muss. Und natürlich auch Leute, die dann jetzt nach längerer Zeit sich mal wieder gemeldet haben und Interesse haben. Kuss geht raus zum Beispiel an Dimi, der hatte ja eigentlich Kontakt abgebrochen, aber ist dann doch noch jetzt wegen Bitcoin, hat er sich doch auch. Doch endlich mal wieder nach ja, einem halben Jahr gemeldet. Oder der Line Dennis, aka Anteku, Anime-Manga-YouTuber, Kuss geht raus. Das letzte Mal, wo wir gesprochen hatten, sind wir ein bisschen im Negativen auseinandergegangen. Da hat er das Video von Barisch gesehen, 20k im Monat. Und ja, auf einmal kam so eine Sprachnachricht: Hey Hong, wie geht's? Was geht ab? Schön, dass es bei dir läuft und sowas. Und ja. Dann habe ich ihm alles erklärt, weil er hatte Interesse und ja, seitdem ist er extrem dankbar. Wieso nicht? Wieso machen wir jetzt das Video nicht? Der Hype ist da, jetzt ist der Hype da, auch wenn wir jetzt schon seit gefühlt einem Jahr davon erzählen. Und wir haben es halt jetzt während der ganzen Zeit langsam aufgebaut und dann Schlag auf Schlag kam alles, Bitcoin explodiert Ende Dezember, der DeFi ist mitgestiegen. Was das genau ist, erkläre ich euch dann noch. Wall Street Bets natürlich jetzt die ganze Sache mit. GameStop, AMC, die ganzen Sachen, Robinhood, wo Leute dann gemerkt haben, yo, im Internet kann man Geld machen, finanzielle Freiheit, der Staat, diese ganze Regulation, die Großen mit dem Geld haben zu viel Macht und sowas, der Kampf sozusagen, die Mittelschicht, die jetzt sozusagen ihre Chance ergreifen will, all diese Sachen, so eine gewisse finanzielle Revolution, wo die Leute dann angefangen haben, Interesse zu bekommen und ein bisschen aufgerüttelt werden. Also der Teil hier ist Einleitung jetzt erstmal. Ich hoffe, ich kann unten bei diesen YouTube-Dingern diese Timestamps machen. Habe ich noch nie gemacht, aber ansonsten in den Kommentaren angepinnt, hoffentlich entweder ich oder der erste Zuschauer, der das macht. Also hier erstmal Einleitung. Und dann kam natürlich Elon Musk, hat Hashtag Bitcoin gehabt in seiner Bio, hat das nochmal krass gepusht und dann in letzter Zeit Dogecoin krass gepumpt. Und das wird durchgememt, Satoshi Bets, Street Bets und gehen gerade ab, krass ab. Und jetzt dann, es ist echt so die ganze Zeit, immer was Neues, was das ganze Zeugs hypt und die Leute immer mehr Interesse daran bekommen. Und das spürt man. Das spürt man halt so hart, die ganzen Nachrichten. Ich weiß noch, wo ich das Video gemacht habe, wo ich über Bitwalla geredet habe, wieso, weshalb und so, das hat halt niemanden gejuckt. Und jetzt, wie viele Leute fragen mich, hey Hong, wie mache ich Bitwalla und sowas? Bitwalla überlastet. Also daran merkt man halt, wie krass jetzt das Mindset sich geändert hat. Und ja, jetzt kann ich dieses Video dann jedem schicken, anpinnen, der Fragen hat. Unten in der Beschreibung sind alle Links, die wir benutzen. Wir kriegen Geld dafür, also nicht von euch. Wenn ihr die nutzt, kriegt ihr einen Bonus und wir kriegen einen Bonus von der Seite. Ist ein Affiliate-Link, nur so, damit ihr es wisst. Also bei Bitwalla gibt es 15 Euro für euch, für mich. Und bei Cake, wie gesagt, ich erkläre euch noch alles, gibt es für euch 30 Dollar, glaube ich, wenn das Angebot immer noch so ist, und für mich 10. Ja, wo fangen wir an? Natürlich bei Bitcoin. Bitcoin, krass gestiegen. Ich glaube, der ist jetzt kurz vor 40.000 Euro. Gekauft habe ich ihn Ende April, Anfang Mai ungefähr 2020 für zwischen 6 und 8.000 Euro. Und jetzt ist er halt 40.000 Euro wert. Innerhalb der letzten 9 Monate so gestiegen. Das war ja der große Dip, Corona-Krise, bla bla, wo dann alles gesunken ist. Und dann ist Barisch gekommen, meinte, Jungs, boah, kauft euch Bitcoin, dies, das. Ich war interessiert, ich habe euch ja mal die Story erzählt. Ich habe 20k investiert, habe mich darüber schlau gemacht, was Bitcoin ist.
Und für meine Verhältnisse, also Bedürfnisse, es hat genau auf mich gepasst. Und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen. In dem Video werde ich nicht alles erklären, also ich werde Momente erwähnen und dann euch bitten, euch darüber zu informieren. Zum Beispiel, ich kann jetzt nicht Bitcoin erklären. Also Barış könnte 2 Tage, eine Woche darüber komplett durchgehen. Deswegen, ich sage jetzt zum Beispiel, informiert euch selber über Bitcoin. Und dann, das werde ich dann auch für andere Sachen sagen. Ich erkläre euch sozusagen nur das Gerüst und füllen müsst es dann aber selber oder halt blind und einfach folgen. Aber wie mehr Wissen ihr habt, desto besser natürlich. Ja, wie gesagt, mich hat Bitcoin überzeugt, bin reingegangen mit 20k und diese 20k sind jetzt über 200k mit um die 20k passiven Einkommen im Monat. Kann man ja so sagen, Barış hat die Einnahmen geleakt. Und ich bin nur ein paar Prozent unter Barış. Dementsprechend kann man sich das ja denken, ausrechnen. Muss man auch nicht verstecken. Also, ich habe gelernt, dass Zahlen einen zwar blenden und viele Neider dann kommen, boah, bla bla bla. Aber es validiert einen auch. Man sieht die Zahlen dann und dann gibt es einem auch eine Glaubwürdigkeit. Klar lockt es jetzt auch Leute, weil ich meine, wir haben das, wie gesagt, schon die letzten 8, 9, 10 Monate gemacht. Also, Barış auch schon länger. Und da hat es halt niemanden gejuckt. Ich habe ja erzählt, boah, ich mache passiv 0,002 Bitcoin und so bla bla die ganze Zeit, jede Woche und sowas. Da hat das niemanden gejuckt. Aber jetzt, wo dieses passive Einkommen auf 20k gestiegen ist, natürlich ist das Interesse jetzt da. Ja, auf jeden Fall informiert euch über Bitcoin. Macht euch da schlau. Ist es was für euch? Glaubt ihr daran? Dezentral, Blockchain, all dies, das. Internet Money, Gold 2.0. Sammelt einfach Wissen darüber, bevor ihr da einsteigt. Weil man sollte eine solide Basis haben, weil es gibt immer noch so viele Fragen. Zum Beispiel eine der häufigsten Fragen: Yo, soll ich noch einsteigen? Ist doch viel zu spät. Soll ich den Bitcoin für so und so viel kaufen? Wenn ihr euch richtig und gründlich über Bitcoin informiert habt und da ein Bild euch gemacht habt, dann erledigt sich diese Frage. Wenn Bitcoin jetzt 40k wert ist und ihr euch überlegt, ob ihr den überhaupt kaufen sollt, dann solltet ihr euch doch lieber nochmal ein genaueres Bild darüber machen, euch selber im Klaren sein, okay, was ist Bitcoin wert für euch selber? Weil wenn ihr nicht daran glaubt, dass Bitcoin 100k erreichen wird, dann solltet ihr den vielleicht nicht für 40k kaufen. Aber wenn ihr davon überzeugt seid, jo, der erreicht locker 100k, wegen seinen ganzen Eigenschaften, dies, das, wegen dem Markt und so weiter, dann ist 40k easy, easy money. All in 40k. Weil, wie gesagt, Amazon, Apple können noch reinsteigen und boom. Das war erst der Anfang. Und dann blickt ihr zurück und sagt, boah, hätte ich den für 40k gekauft, wenn er die 100k knackt und so weiter und so fort, weißt. Aber wie gesagt, ihr müsst euch selber darüber ein Bild machen. Ich kann euch nicht sagen, wow, der erreicht sicher 100k oder so. Ich kann euch nur sagen, meiner Meinung nach, nachdem ich mich darüber informiert habe, ist 100k kein Problem. Wenn du sagst, ja, okay, der ist überbewertet und der ist niemals 40k wert, dann solltest du nicht für 40k einsteigen. Und so weiter und so fort, wisst ihr, was ich meine? Also da einfach ein Fundament aufbauen bezüglich dem Verständnis über Bitcoin oder Krypto allgemein. Das hätte ich vielleicht früher erwähnen können. Also wir machen das mit Bitcoin, aber es sind auch andere Möglichkeiten da. Ethereum, momentan sogar Dogecoin und seit heute auch super saftig Litecoin. Das sind alles Kryptowährungen. Bitcoin Nummer 1 und ja, auf jeden Fall darüber informieren. Neuer Abschnitt, wo kauft man Bitcoin? Es gibt viele, viele Varianten, Möglichkeiten. Wir kaufen unsere bei BitWallet. Das ist eine Wallet. Vereinfacht gesagt, für euch jetzt da draußen, es ist wie ein Bankkonto. Ihr könnt euch ein Bankkonto erstellen und dort könnt ihr dann Bitcoin kaufen. Link ist in der Beschreibung. Wie gesagt, ich kriege dann 15 Euro pro Anmeldung. Ihr dann auch Bonus. Müsst euch verifizieren, dann was einzahlen und dann kriegt man ein bisschen Geld umsonst. Auch hier wieder selbst informieren, warum BitWallet, weil das könnte auch wieder Ewigkeiten dauern. Wie ich euch das erkläre, BitWallah. Und ihr könntet einfach auf deren Webseite gehen und die FAQs lesen und About Us oder sowas. Einfach ein bisschen was über die Seite, vielleicht einfach einmal BitWallah Feedback oder Review oder sowas googeln und euch da einfach selber ein Bild davon machen. Im Grunde genommen ist es, weil viele jetzt sagen, boah, wieso genau BitWallah, es gibt doch dies und das, ich habe davon gehört, die und hier habe ich Bitcoin gekauft und ein Kollege meinte, er hat da Bitcoin gekauft. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Barış hatte sich irgendwann mal viele, viele Gedanken darüber gemacht, viele Sachen recherchiert und verglichen und dann
Ja, ist er auf Bitwala gekommen und wie gesagt, ihr müsst euch da selber Gedanken drüber machen. Aber im Grunde genommen ist es jetzt nicht so ein großer Unterschied, wo ihr die kauft, weil wenn man das mit der Bank vergleicht, Leute sind bei der Hypo Bank, Postbank, Sparkasse und so weiter, Deutsche Bank, Commerzbank, also am Ende des Tages ist es einfach eine Bank, beziehungsweise in dem Fall eine Wallet und die macht, was sie macht halt. Hier und da ein paar Vorteile, Nachteile, aber im Grunde genommen machen alle dasselbe. Ihr kauft dort eure Bitcoin und das war's. Das Coole an Bitwala, wie gesagt, die der Referral-Bonus und dort gibt es was, das nennt sich Ertragskonto. Da könnt ihr sozusagen eure Bitcoin investieren, das ist sogar schon Schritt 2. Die könnt ihr direkt dort investieren und ja, die bringen euch dann noch mehr Rendite. Das ist das, was wir die letzten paar Monate gemacht haben, weil normalerweise die ganzen Leute, die machen ja Trading, dies, das und wir sind halt Langzeitinvestoren. Weil viele denken, du kaufst Bitcoin, du hodlst die, also hodeln heißt halt halten und warten. Und verkaufst die dann irgendwann, wenn sie teuer sind, gestiegen sind. Kann man so machen, aber währenddessen kann man die Bitcoin auch investieren. Investieren, sage ich mal, im Grunde nennt sich das Lending. Es gibt Lending, Staking, Liquidity Mining und sowas. Wie gesagt, kein Problem, ich erkläre euch noch alle Begriffe. Und die kannst du dann investieren, ist ein vereinfachter Begriff für euch zum Verständnis. Und auf Bitwala kann man die direkt investieren. Prozente müsste ich nachschauen, um die 4 bis 5% jährlich. Und das Gute ist halt, du kriegst die Rendite in Bitcoin zurück. Das heißt, wenn du Geld anlegen würdest, also 1000, wie bei der Bank, was weiß ich, Euro, dann kriegst du ja Euro zurück. Aber wenn du Bitcoin anlegst und Bitcoin oder Satoshi ist die Untereinheit von Bitcoin, zurückbekommst, die haben potenziellen Wert. Also die haben ja den Wert, den sie jetzt haben. Wie zum Beispiel, ich habe ja von einem halben Jahr diese Bitcoin-Rendite bekommen. 0,002 BTC. Die waren zu der Zeit so und so viel Euro wert. Aber heute sind genau dieselben BTC, 0,002, so und so viel mehr wert. Und das ist das Geile, weil du kriegst nicht Euro, sondern du kriegst BTC oder Satoshi. Und das haben wir jetzt gemacht. Die Webseite, die nennt sich Cake. Und Link ist in der Beschreibung. Wie gesagt, ihr kriegt dann 30 Dollar. Und wir kriegen 10. Dort könnt ihr eure Bitcoin investieren. Habe ich alles zu Bitwala erzählt, was man wissen muss. Man muss sich ausweisen. Dann gibt es ein Gespräch, so also ein Telefon-Videocall, wo man seine Identität bestätigen muss. Und dann ist man freigeschaltet. Dann könnt ihr von eurem Bankkonto Geld überweisen auf euer Bitwala-Konto. Und dann auf Bitwala könnt ihr mit dem Geld Bitcoin kaufen. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu Bitcoin, Bitwala. Falls da wirklich Fragen bestehen, dann schaut einfach im Livestream oder im Chat oder in den Kommentaren vorbei. Also ich pushe den Livestream immer, weil, also ob ihr da vorbeischaut und mit uns chillt, ist, juckt mich überhaupt nicht, aber ist halt die beste Art für den Support, um auf eine Frage einzugehen. Also wenn ihr da eine Frage habt, könnt man live darauf reagieren und dann ist es die beste Art, einfach hin und her. Und da das Problem zu lösen. Dann geht ihr auf Cake, das ist jetzt die Seite. Und wie gesagt, Bitwala hat das, wo man Bitcoin investieren kann. Und das ist nicht die einzige Seite. Cake ist auch nicht die einzige Seite. Cake ist nur unsere beste Seite, die wir benutzen. Es gibt zum Beispiel Blockfi, Crypto.com, die auch sowas anbieten. Also das ist keine Seltenheit. Und da müsst ihr euch dann auch informieren selber, wie das überhaupt möglich ist. Was passiert genau mit dem Bitcoin, die ihr da investiert? Sind die safe? All dies, das. Am besten da selber informieren, bevor ihr da einfach eure Bitcoin verleiht sozusagen. Ja, viele machen das gar nicht. Selbst Leute, die schon lange in der Krypto-Szene sind. Das ist jetzt was Neues. Ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt. Aber das ist echt noch relativ unbekannt. Und so wenige von denen wissen dann, erst recht so wenige von denen wissen dann überhaupt darüber Bescheid, dass man diese Bitcoin investieren kann. Und während man wartet, bis der so und so viel steigt, kriegt man nochmal extra Rendite drauf und vermehrt einfach seine Bitcoin. Genau, und dann geht ihr auf Cake, meldet euch an, bestätigt wieder alles, zahlt dann das, was ihr auf Bitwala habt oder an Bitcoin gekauft habt, zahlt ihr dann einfach über auf Cake und dann könnt ihr direkt mit dem Investieren anfangen. Dort gibt es dann sowas, das nennt sich Lapis, ist das Lending, wie der Name schon sagt, verleihen. Da könnt ihr eure Bitcoin reinstecken, das läuft dann 4 Wochen und danach kriegt ihr eure Bitcoin zurück. Plus die Rendite. Aber Vorsicht, die 5% oder ich weiß nicht, wie viel das gerade auf Cake ist, aber ich glaube 5% sind jährlich.
Das heißt, wenn ihr das im Monat drin habt und dann seht ihr, okay, hey, das war nicht 5%. Ja, weil das war ja auch nur ein Monat. Das müsstet ihr eigentlich nochmal mal 12 nehmen. Aber ja, die Rendite kriegt ihr aber jeden Monat. Und das haben wir jetzt die letzten 8, 9 Monate gemacht. Und wir haben unsere Bitcoin geviertelt und in 4 Batches geteilt, sodass jede Woche was zurückkam. Weil wenn 4 laufen und jeder läuft 4 Wochen, dann und jeder eine Woche Differenz hat, dann ist jede Woche einer, das war immer Freitag, deswegen habe ich immer Freitag, Finanzfreitag gemacht und auf Instagram gepostet, yo, heute kommt Geld rein, weil das immer eben so am Freitag auslief. Das hatte den Vorteil oder hat immer noch den Vorteil, dass man dann nicht genau einen Monat gelockt ist, weil sagen wir, du gehst da rein, aber willst nach einer Woche schon verkaufen wieder, weil was weiß ich, der Bitcoin übertrieben explodiert oder so, was weiß ich. Geht aber nicht, weil ihr dann noch 3 Wochen warten müsst, bis ihr wieder drankommt wegen dem Lapis. Aber wenn ihr das geviertelt habt, dann läuft ja auf jeden Fall in der Woche ein Lapis zumindest aus, den ihr dann notfalls verkaufen könnt oder versteht ihr, was ich meine? So seid ihr ein bisschen flexibler. Auf jeden Fall haben wir das dann gemacht und unsere Bitcoin immer weiter vermehrt. Und ja, klar, es ist nicht so viel, wie gesagt. Ich hatte da 2, 3, 2, irgendwas Bitcoin drauf und bin dann fast auf 3 gekommen. Also 0,002 jede Woche hat sich halt summiert. Nächster Schritt, und das ist jetzt der super saftige Schritt, das nennt sich das Liquidity Mining. Wie kann ich das erklären? Das ist der komplizierteste Schritt. Und das ist der Schritt, wo wir oder Bargisch zum Beispiel 20.000 im Monat macht. Im Grunde genommen steckt man da seine Bitcoin rein plus DeFi. Was ist DeFi? DeFi ist der eigene Token von der Seite. Das wird euch in der Kryptoszene noch öfters vorkommen, dass verschiedene Seiten ihren eigenen Token haben, Coin, der dann auch einen gewissen Wert hat. Und der Haken jetzt an der Sache ist, ihr müsst an die Seite und an den Token glauben. Weil Bargisch macht zum Beispiel nicht 20.000 Cash, sondern 10.000 DeFi-Token im Monat. Zu der Zeit, wo das Video rauskam, war der ungefähr 2 Euro wert. Sprich, er macht 10.000 DeFi-Token mal 2, sind 20.000 Euro ungefähr. Pi mal Daumen. Und geht jetzt momentan sogar in Richtung 3. Kann auch sein, dass er schon die 3 geknackt hat. Ja, das ist der Haken. Und im Liquidity Mining, da kannst du rein. Und die Prozente sind krank. Also, wo wir reingegangen sind, die Prozente. Rendite pro Jahr waren bei 400, 500 oder sowas. Momentan ist da ein extra Bonus drin. Darüber müsst ihr euch selber informieren. Kurz zusammengefasst, letztes Jahr gab es eine Abstimmung unter allen, die DeFi hatten. Und da wurde ein gewisser Anteil zur Seite gelegt, um als extra Bonus in den Topf zu schmeißen für dieses Liquidity Mining. Und das ist der Topf, an dem wir uns jetzt gerade bedienen. Heißt aber nicht, dass Liquidity Mining ohne diesen Topf nicht rentabel ist, auch ohne ist es super saftig. Wie saftig der sein wird, werden wir Ende April herausfinden. Deswegen, weil viele haben gehört, yo, ihr macht das doch nur bis April oder sowas, irgendwie sowas haben wir da gehört. Genau bis April. Also wir haben da alle unsere Sachen jetzt fest reingesteckt, investiert und kriegen dadurch jeden Monat so und so viel DeFi-Token raus. Die haben so und so viel Euro wert. Und was wir momentan noch machen, ist alles auf der Seite reinvestiert. Also alles, was diesen Monat reinkommt, wird auch auf der Seite wieder reinvestiert, weil die Prozente zu krass sind. Und wie gesagt, ab Ende April, Anfang Mai wird das dann ein bisschen fallen, weil der Bonus dann verbraucht ist. Und da macht es dann Sinn, also es macht auch früher Sinn, aber wir sind halt gierig, in andere Sachen reinzugehen, weil die Rendite dann ein bisschen niedriger ist. Und dann sagen wir zum Beispiel, du kriegst 10% auf irgendwelche Aktien, ETFs oder sowas. Macht natürlich keinen Sinn, dein Geld da reinzustecken, wenn du auf Cake mehrere 100% dafür bekommst. Deswegen, solange die noch so saftig sind, sind wir noch da drauf. Wie das Ganze genau funktioniert, du steckst 50% Bitcoin rein, 50%, also anteilmäßig, 50% DeFi. Und also im Wert, sagen wir, du willst 100 Euro in DeFi, das sind je 3, sagen wir 3, 33 DeFi oder sowas, 33,33, wenn wir mit 3 Euro rechnen. Die steckt ihr dann ins Liquidity Mining. Es gibt dazu ein paar Regeln, ein paar
paar Hinweise. Es gibt Gefahren natürlich, aber im Grunde genommen kriegt ihr dann jeden Tag zweimal um 13 Uhr und um 1 Uhr in der Nacht Gewinne raus. Es gibt so einen Regler, wenn ihr da reingeht, dann gibt es da so eine Prozentanzahl. Also ich erkläre das ganz, ganz grob. Ich erkläre einfach nur den Vorgang. Die Technik dahinter, da müsst ihr euch echt selber reinlesen, weil das dazu könnte man zwei, drei. Nicht nur könnte man, dazu gibt es schon gute Videos von den Machern der Seite. Deswegen, wieso sollten wir dazu ein Video machen, wenn die Leute selbst von der Seite super Videos dazu gemacht haben? Das ist auch ein großes Problem. Also wir haben kein Problem damit, Leuten zu helfen, aber die Leute kommen in unsere Gruppe und fragen halt Fragen. Die sind offensichtlich, wenn man einmal was, einmal einfach nur die FAQs gelesen hat, dann erledigt sich die Frage. Die Leute sind einfach nur zu faul, das selber zu lesen. Und das ist halt gefährlich, weil wenn du zu faul bist, dir wenigstens darüber ein paar Gedanken zu machen, solltest du vielleicht nicht ein paar tausend Euro da investieren. Also das Geld sollte dir zumindest so viel wert sein, dass du zumindest die FAQs der Seite liest. Das einzige Gefährliche ist Impermanent Loss. Ist eine super komplizierte Sache. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, könnte ich es dir nicht so wortwörtlich erklären. Und wie gesagt, da ist dann so ein Regler. Immer aufpassen, dass der im grünen Bereich ist, weil sonst geht Geld verloren. Aber wenn du alles reingesteckt hast, also im Grunde genommen ist es meistens immer grün, also nur ab und zu mal aufpassen, aber da gibt es dann eine Warnung. Steck dir das rein. Und was genau Liquidity Mining ist und wie da dann da die Rendite entstehen, auch einfach in den FAQs lesen. Ihr habt das dann da investiert, dann kriegt ihr, wie gesagt, um 13 Uhr und um 1 Uhr eure DFI. Die produzieren DFI und auch ein bisschen Bitcoin. Also es gibt Paare, ihr müsst immer dasselbe Paar reintun. Also es gibt Bitcoin DFI-Paar, Litecoin DFI, das gibt es seit heute in Supersoftig und USTD, USDT, ja. Ethereum und demnächst kommt auch Bitcoin Cash. Und wie gesagt, immer ein Teil davon und ein Teil immer 50-50 DFI. Könnt ihr dann da reinstecken und dann kommt die Rendite in Form von DFI. Und diese DFI könnt ihr dann auch nochmal auf der Seite investieren mit 37% Rendite. Das heißt, ihr kriegt durch eure DFI und Bitcoin so und so viel Rendite in Form von DFI. Die lasst ihr auch noch auf der Seite, also wenn ihr wollt, ihr könnt ihr auch auscashen und damit Spaß haben. Lasst ihr auch nochmal auf der Seite oder machen wir zumindest und kriegen darauf nochmal 37%. Die kommen alle 3 Stunden, glaube ich, und das sammelt sich dann und so haben wir das dann gemacht. Und so sind wir auf dieses Level gekommen. DFI kaufen, oh warte, das erzähle ich euch gleich noch. Angefangen haben wir, da, also diesen DFI-Token gibt es erst seit letzten Jahr, Mai oder so, glaube ich. Und ihr dürft nicht vergessen, als er rausgekommen ist, war er ein paar Cent wert, 10 Cent, glaube ich, oder sowas. Und wir haben jetzt seitdem angefangen, diesen Token zu sammeln. Und ja, das hat halt viel ausgemacht. Am Anfang gab es sogar den Geschenk und in jedem Lapis, ich habe euch ja vorhin über Lapis erzählt, in jedem Lapis gab es dann auch nochmal extra DFI dazu als Bonus und hier und da immer wieder. Und dadurch haben wir immer welche angesammelt. Barsch hat auch viel in den investiert. Also damals hat er viel Bitcoin umgetauscht in DFI, weil er daran geglaubt hat. Und ich zum Beispiel habe nur die freien DFI immer mitgenommen von den Lapis, von den Airdrops und so weiter und so fort geschenkt bekommen und einfach gesammelt und gesammelt. Und dann, als Liquidity Mining Anfang Dezember angekündigt wurde, sind wir reingegangen. Barisch direkt, glaube ich, mit allem. Ich dann mit allen DFI, die ich hatte, plus Bitcoin. Ich hatte mehr Bitcoin, dementsprechend habe ich dann ein paar Bitcoin umgewandelt in DFI und dann bin ich da auch reingegangen. Es war noch, da war die Fair, glaube ich, noch unter 1, unter 1 Euro. Und ja, wir haben die ganze Zeit gesammelt, angesammelt. Das waren damals halt noch, wie gesagt, Centbeträge und das waren nur ein paar hundert Euro im Monat passiv Einkommen, was dann natürlich auch schon saftig ist, weil das ist ja wie ein Nebenjob oder so, den wir einfach passiv, also manche gehen Nebenjob arbeiten und dasselbe haben wir dann durch die Seite von Cake einfach so bekommen. Aber das war natürlich noch für die meisten von euch uninteressant, ein paar hundert Euro, wen juckt's und sowas. Ihr habt den Cent nicht geehrt, ihr habt den Satoshi nicht geehrt. Und da, in der Zeit, die ihr nicht geehrt habt, haben wir halt unser Kapital, unser Vermögen halt aufgebaut, unsere Reserven. Und dann im Dezember ist es halt explodiert. Bitcoin war damals 20k, glaube ich. Dann kam diese Weihnachtszeit, auf einmal ein neues All-Time-High erreicht. 24. ist Bitcoin irgendwie auf 24 gestiegen.
25., 25., 26., 26., 27., 27., 28., 28., 29., 29. Dann irgendwie Ende des Jahres haben wir die 30k, glaube ich, irgendwie geknackt oder Anfang des Jahres. Also auf jeden Fall die 30k wurden geknackt. Und DFI ist halt mitgezogen und der hat sich auch im Wert so und so viel gesteigert, sodass es halt echt interessant wurde. Plus halt diese Überkassen, also so viele Faktoren haben mitgespielt, dass wir halt einfach dieses Level erreicht haben. Nur um euch das klarzustellen, weil wenn ihr jetzt reingeht, kriegt ihr natürlich nicht denselben Saft raus, wie wir rausbekommen haben, weil wir waren halt schon so lange mit dabei, von Anfang an sozusagen. Heißt aber nicht, dass es sich nicht lohnt, weil zum Beispiel, wie gesagt, der Kollege Dennis Anteku, der Anime-Manga-YouTuber, hat sich gemeldet. Ich habe ihm alles erzählt, der ist begeistert, der geht jetzt mit, was weiß ich, 25k rein. 25k ist ein bisschen mehr als ein Zehntel von mir, das heißt, ich mache 20k im Monat, ein Zehntel davon. Er macht um die 2k einfach so nebenbei. Also manche gehen einen Monat dafür arbeiten, Vollzeit für die 2k und er macht es passiv. Also immer noch krass, wisst ihr, was ich meine? Genau, Dezember ist alles explodiert. Liquidity Mining mit diesen krassen Renditen plus Bitcoin-Wert hat sich gesteigert, plus DFI-Wert hat sich gesteigert. Drei Faktoren, die einfach explodiert sind und seitdem geht es uns einfach super saftig und immer mehr Leute, immer mehr Hype, immer mehr Nachfrage und ja, das hat nicht aufgehört seit Dezember. Seit Dezember ist echt so, habe ich ja am Anfang bei der Einleitung erzählt, dann kam das ganze Wall Street Bets, Elon Musk, Dogecoin, jetzt Tesla und hört gar nicht auf. DFI könnt ihr kaufen auf Cake selber mit Bitcoin, aber dort ist es ein Ticken teurer, weil es kein Exchange. Die bieten das halt nur an für faule Leute, aber die haben natürlich auch Partner-Exchanges, wo man das machen kann. Und die wollen den Kunden natürlich nicht von denen abziehen. Momentan gibt es zum Beispiel Bitrex, Link ist auch unten in der Beschreibung, da könnt ihr DFI kaufen und die DFI könnt ihr dann auf Cake senden. Aber das ist eigentlich der einfachste und billigste Weg. Also der allereinfachste ist natürlich einfach auf Cake zu kaufen, wenn ihr das Geld überhaupt habt, aber dort ist, wie gesagt, ein bisschen teurer. Dann könnt ihr dort DFI kaufen, habt eure Bitcoin entweder von Bitwallah rübergeschickt oder von irgendeiner Wallet oder Exchange, wo auch immer ihr Bitcoin hattet. Oder auch, wie gesagt, Ethereum, Litecoin, irgendwas anderes. Schickt das alles ins LM. Ja, und dann kriegt ihr Renditen und das war's. Wenn ihr vorsichtiger sein wollt oder euch das irgendwie suspekt vorkommt, könnt ihr das auch ins Lappy stecken, wie gesagt. Da gibt es einfach nur extra Rendite. Das gibt es auch für Ethereum und USDT. Dieses, was einen Monat läuft und dann gibt es 5% jährlich. Also klingt wenig im Vergleich zu das, was man im Liquidity Mining und im Staking machen kann. Staking ist das, wo ihr die DFI auf der Seite lasst, investiert und die produzieren dann noch mehr DFI. Das ist das Staking. Und Lending ist das Lapis, ist das so, dass ein Monat läuft und dann kriegt ihr zusätzlich Bitcoin. Nochmal für alle langsam erklärt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. So Leute, wieder da, deswegen auch die Jacke, kurze Unterbrechung. Aber in der Zeit habe ich die Gruppe, die Jungs gefragt, was man so alles noch anschneiden könnte, was für Fragen sie hätten. Und ja, die beantworte ich noch. Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen gut erklärt. Und das ist dann tatsächlich eine sichere Anleitung, Tutorial, dass ihr dann einfach folgen könnt. Wie gesagt, an den Stellen, wo ihr euch genau informieren solltet, habe ich das extra erwähnt, weil ich erkläre euch jetzt nicht Sachen über Cake, wenn Cake selber Videos dazu hat, die von den Leuten selber gemacht und erklärt wurden. Also deren Video ist dann natürlich tausendmal besser. Über alle Risiken. Über Bitwallah, warum Bitwallah, Eigenschaften von Bitwallah. Informiert euch darüber, über Bitcoin an sich, Fundament aufbauen. Über Cake, informiert euch über Cake. Und dann über die einzelnen Sachen, über das Staking, wo ihr dann die DFI staken könnt. Über die Lapis und natürlich über das Liquidity Mining, das super saftige, was wir halt momentan machen. All das, da gibt es genügend Videos von Experten. Und paar Sachen noch, Anfängerfehler, die wollen immer ein Ganzes kaufen, muss echt nicht sein. Und andere Sache, lohnt sich XY, lohnt sich ein Tausender, lohnt sich 2000. Na klar, alles lohnt sich. Du kriegst auf deine 2000 dieselben 150% Rendite und dann immer weiter sammeln und dann immer den Zinseszinseffekt und dann hast du nächsten Monat 1000, was weiß ich was, lässt es immer noch liegen, dann hast du und dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Also ja, jede Summe lohnt sich. Auch 50 Euro. Jeden Monat 50 Euro plus dann die Rendite. Zack. Irgendwann baut sich das alles auf.
plus den exponentiellen Effekt, dass DFI steigt, Prognosen möglicherweise 50 dieses Jahr noch, Bitcoin steigt auch und dann habt ihr ja auch noch diesen exponentiellen Faktor. Das heißt, auch wenn 50 Euro nur drauf sind, dann habt ihr bis dahin aus diesen 50 durch die Rendite, was weiß ich, 70 gemacht und dann noch den exponentiellen Faktor, DFI steigt um das Zehnfache, dann habt ihr 700. Wisst ihr, was ich meine? Also jeder Betrag lohnt sich. Und dementsprechend auch einen Bruchteil von dem Bitcoin. Also nein, ihr müsst nicht immer einen ganzen Bitcoin kaufen. Dieses ganze Denken ist halt so typischer Anfängerfehler. Ihr könnt auch einfach 0,1, 0,2, 0,01, 0,005 und so weiter. Also Hauptsache, ihr habt irgendwas. Und das Wichtigste ist halt, dass ihr das irgendwo investiert, damit es für sich selber arbeitet und dann jeden Monat Passivrendite zusammenkommt und das dann wieder reinvestiert wird, Zinseszinseffekt und dann immer mehr und immer mehr wird, bis ihr monatlich halt einen guten, saftigen Betrag bekommt. Dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Die größte Frage, die jetzt hier aufgetaucht ist, wie funktionieren diese Überweisungen? Zum Beispiel auf Bitrex, zum Beispiel von Bitwaller auf Cake, von Cake auf, oder von Bitwaller auf Bitrex und dann von Bitrex auf Cake. Also auch da gibt es Anleitungen. Aber im Grunde genommen klickt ihr auf Einzahlung und Auszahlung. Ja, das war's. Ihr klickt zum Beispiel bei Bitrex. Das ist eine Exchange, wo man DFI kaufen kann, weil DFI gibt es noch nicht auf jeder Exchange. Das ist noch so underground. Und da könnt ihr auch sehen, das Potenzial nach oben, wenn die mal auf mehr Exchanges vertreten sind, bei den Top-Exchanges am Start sind, dann eine breitere Masse erreichen, dann seht ihr DFI eh explodieren. Da klickt ihr zum Beispiel auf Einzahlen. Dann klickt ihr eine Adresse. Und wenn ihr dann zum Beispiel auf Cake geht und dann geht ihr da auf Auszahlen, dann werdet ihr nach einer Adresse gefragt. Und dann gibt ihr halt die Adresse ein, wohin ihr die schicken wollt. Und das ist halt bei jedem so. Zum Beispiel bei Bitwaller, die Bitcoin, die ihr auf entweder Bitrex schicken wollt, um dort DFI zu kaufen, oder auf Cake direkt, dann holt ihr euch einfach die Adressen von Bitwaller, von Cake und von Bitrex und dann geht ihr auf Auszahlen bei Bitwaller. Und dann werdet ihr nach einer Adresse gefragt. So einfach ist das. Anscheinend ist das irgendwie sehr kompliziert, aber ist es gar nicht. Wurde hier sehr oft erwähnt, dass ich ein Tutorial dazu mache. Also, wie gesagt, es gibt ein Tutorial. Ich erkläre euch das jetzt und ich zeige euch das jetzt nicht am PC. Schritt für Schritt, weil das ist echt simpel. Einzahlen, auszahlen, immer die Adresse kopieren und dann einfügen. Das war es auch schon. Wie berechnet man? Ja, das fragen auch viele. Das ist auch so ein Anfängerdenken. Und zwar, wie berechnet man die Rendite am Tag, die man bekommt? Steck einfach alles rein, was du reinstecken willst. Warte den ersten Tag ab. Dann hast du das, was du am Tag hast. Und dann, also es gibt eine Seite, da kann man es ausrechnen, aber kann ich dir so nicht sagen. Ich habe die Seite auch nicht parat. Ich meine, was juckt's? Also du steckst doch so oder so alles rein, was du reinstecken willst. Es ist ja nicht so, als gäbe es ein Minimum an Rendite. Also was bringt es dir, wenn du genau auf die Kommazahl weißt, okay, ich mache so und so viel. Kannst ja eh nichts dran ändern. Die Rendite, die du mit der Summe, die du investieren willst, kriegst, die machst du halt. Wisst ihr, was ich meine? Die 150% sind, kannst ja nichts dran ändern. Kannst ja nichts an deiner Summe ändern, auch wenn du die Summe jetzt dann weißt, oh, okay, checkst du rein, schaust den ersten Tag an, rechnest das mal 2 oder wenn du den ganzen Tag anschaust, rechnest du das einfach mal 30. Wenn du nur eine Ausschüttung anschaust, rechnest du das mal 2 und dann mal 30. Dann kannst du es ungefähr dir ausrechnen und wirklich dran ändern kannst du eh nichts. Kannst dann die Rewards, die du da bekommst, auch wieder aufteilen. 50% davon wieder Bitcoin kaufen oder je nachdem Ethereum, Litecoin oder so. Und dann steckst du das mit den anderen 50% DFI, die du da gemacht hast, noch weiter rein. Oder du lässt es im Staking laufen, wie du magst. Mir fällt echt nichts ein, was man noch erzählen kann. Wie gesagt, Informationen. Die Sachen tatsächlich mal lesen, die ganzen FAQs, weil die meisten Fragen erledigen sich, wenn man einfach tatsächlich einfach nur mal die Anleitung liest. Das ist so, als würde dir von irgendwas, von irgendeinem Technikgerät nicht die Anleitung lesen und dann fragen, hä, wie geht das? Ja, Digga, liest doch einfach die Anleitung, Teil 1, Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Also so kompliziert ist es gar nicht. Es gibt schon ein paar Fragen, wo man sagt, natürlich, okay, klar, das liest man nicht sofort heraus. Aber so viele Fragen, das sind wirklich Fragen, hey, gestern zum Beispiel hat mich einer gefragt, hey, wie viel Rendite gibt es?
Steht doch da, 150%. Das sind so Fragen, wirklich, auch gestern einer, der hat zehnmal dasselbe gefragt, zehnmal hat man geantwortet, muss nicht sein. Wir helfen gerne, aber so manche Sachen sind echt so unnötig. Lest die Anleitung durch, Leute, lest die Anleitung. Wir haben jetzt alles Schritt für Schritt erklärt. Ansonsten, wir sind keine Finanzberater, alles auf eigene Gefahr. Wir können euch nur unseren Erfahrungsbericht geben, dass wir das so machen. Wir haben sechsstellige Zahlen im Liquidity Mining und machen fünfstellige Zahlen daraus. Und wenn ihr das einfach dann prozentual auf euch runterrechnet, dann seht ihr ja, wie viel ihr macht. Aber die Rendite ist saftig. Und ja, keine Risiken wie beim Traden oder sowas. Man muss sich den ganzen Tag da die Kurse anschauen oder sowas. Man hat das einfach drin und das ist tatsächlich passiv. Einfach indem man das System nutzt, Zins aufbaut, immer weiter reinvestiert und das Ganze laufen lässt. Und natürlich auch dem ganzen System vertraut, weil man halt die DFI bekommt und die DFI einen gewissen Wert haben muss, weil wenn die 0 haben und wir 10.000 im Monat davon machen, aber die 0 sind, dann sind es 0. Also da muss man auch an das Projekt und an DFI glauben und da muss man auch am besten sich informieren. Aber wir sind da sehr zuversichtlich und wie gesagt, hey, wenn das mal die 50 erreicht, dann ist eh ciao, dann ist vorbei. 10.000 im Monat DFI und der ist 50 wert. Puh. Aber bleiben wir erstmal am Boden der Tatsachen. Momentan ist gerade alles ziemlich, ziemlich krass. Und ja, das kann echt Leben verändern. Ich habe eine Menge Feedback bekommen. Wie gesagt, Kuss geht raus an Dennis. Der hat sich gemeldet bei mir. Hat sich nicht geschämt oder so. Hat gesagt, hier, oh, das ist krass. Wie geht das? Was nicht viele machen. Viele sehen das und erster Gedanke ist, schlecht reden. Abzocke, das kann doch gar nicht funktionieren, das wird doch eh crashen. Und er ist einer der wenigen, die dann sagen, hey yo, mich interessiert das, wie macht ihr das, zeigt mal, wie das geht, ich möchte mich mehr darüber informieren, ich möchte damit einsteigen. Kein Problem, Dennis, ich habe es dir gezeigt, er ist super dankbar. Ja, ich weiß, also ich war jetzt selber in der Situation, wo ich mich über Sachen jetzt zum Beispiel bei Wall Street Bets aktienmäßig zum Beispiel informieren wollte. Und ich hatte da zum Beispiel einen Trader angeschaut, Mo hieß der, super sympathisch, alles gut, aber trotzdem war ich misstrauisch. Dementsprechend kann ich euch nachvollziehen, dass ihr uns misstrauisch seid. Kann man nicht ändern. Ich habe überlegt, wie man es ändern kann. Ja, man kann die Zahlen zeigen, um da eine gewisse Sicherheit zu zeigen, also dass es halt tatsächlich klappt, aber am Ende des Tages ist das Misstrauen immer noch da. Also ich kann euch vollkommen nachvollziehen und verstehen. Und ja, kann man nicht ändern. Also da muss man diesen einen Schritt wagen, sich am besten selber informieren. Das habe ich so oft in dem Video gesagt, aber wenn man sich selber informiert, dann versteht man auch alles, dann versteht man das System dahinter, dann versteht man, dass es gar nicht so verrückt ist, dass man da einfach nur liegen lässt sozusagen und da 5, 6, 7% bekommt. Und dass man da im LM Liquidity Mining so und so viel Prozent bekommt, weil das sind fantastische Zahlen, die unglaublich eigentlich sind. Aber wenn man dann mal gelesen hat, okay, was ist Liquidity Mining und wieso und woher kommen diese extra Rewards und sowas, dann versteht man es. Und wenn man das versteht, also das Misstrauen sollte man mit Logik und Information und Wissen beseitigen können. Versteht ihr, was ich meine? Und das hoffe ich, euch näher gebracht zu haben oder euch gezeigt zu haben. Und ein Schritt für euch, das alles nachvollziehen zu können, ist eben dieser Guide. Und ja, ich hoffe, ich kann viele Leben damit verändern. Vor allem auch im Namen von Bargesh. Der hat jetzt natürlich viel zu tun. Wir sind schon im nächsten Schritt, wo er schaut, in was wir da unsere Gewinne jeden Monat dann verteilen können. Und also wir sind schon next level. Und seine Mission ist ja nicht nur Geld machen, sondern auch jeden da finanziell unabhängig zu machen und frei zu machen. Und ich erwähne Dennis so oft, aber er ist halt das beste Beispiel, weil er ist so froh. Und ich natürlich auch. Und je mehr, desto besser, weil keiner nimmt von uns den Kuchen weg. Es gibt genug da. Und wenn ihr jetzt da mit einsteigt, heißt es nicht, dass wir weniger machen. Und dementsprechend soll jeder da ein bisschen sorgloser leben. Die Welt ist hart genug, das System ihr wisst, die Reichen werden immer reicher und wir, die Mittelschicht, haben es immer schwieriger und ja, wieso nicht für jeden? Jeder soll ein gutes Leben führen und ja,
Dafür ist es da. Das war's von mir, Leute. Bei Fragen am besten in den Chat kommen oder im Livestream. Wir sind morgen, glaube ich, wieder live. Kommentare kann ich auch beantworten, aber ist immer schwierig. Vielleicht sammle ich alle Kommentare und dann werden die nochmal in einem Zusatzvideo aufgeklärt. Aber ich hoffe, ich habe alles ins kleinste Detail erklärt. Und das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß beim Investieren. Geht's gar nicht in Bitcoin, kann ich echt nur empfehlen. Und das war erst der Anfang. Tesla hat den ersten Schritt gemacht. Wenn die anderen Firmen folgen, Amazon, Apple, dann ist vorbei. Dann Richtung 100k und ciao. Also ihr seid noch nicht zu spät. Auf jeden Fall, serious business, Leute.